So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jens von Minga Gaming. Frank Lampard und der FC Chelsea, also mein Meisterliga-Projekt in PES 2021. Wir haben zu Beginn das Supercup-Spiel gegen den FC Liverpool in Folge 1 gespielt. Könnt ihr mal reinschauen. Und jetzt geht's dann aber auch mit der Premier League los. Und der Frank Lampard natürlich hier in der Pressekonferenz vor dem ersten Spiel steht Rede und Antwort. West Bromwich Albion, also die erste Aufgabe von Frank Lampard und dem FC Chelsea. Ich spiele, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, auswärts. Oder ist es der Heimauftakt? Ich weiß gar nicht, werden wir gleich sehen. Und dann soll es jetzt auch losgehen. Frank Lampard also hier in der Kabine mit einer Motivationsrede. Er macht die Jungs heiß, muss er aber eigentlich gar nicht. Die wissen, worum es geht. Ich muss mich natürlich erstmal meinerseits mit dem FC Chelsea einspielen. Mit den drei Deutschen, Rüdiger, Havertz und Werner. Wie ich finde, eine interessante deutsche, kleine, sagen wir mal, Qualitätsachse im Team. Und Frank Lampard hier, der macht die Jungs heiß. Und jetzt wollen wir rausgehen. Und jetzt wollen wir ein gutes Spiel machen. Und dann soll es jetzt eigentlich auch losgehen. Ja, das ist also sogar ein Heimspiel und ich würde Werner fast hier auf diese Position setzen. Hudson-Odoi setzen wir mal hier auf den rechten Außenstürmer. Ich würde gerne Abraham vorne drinne sehen. Das werde ich jetzt auch machen. Pulisic werde ich auf jeden Fall trotzdem auf die Bank setzen. Zweiten Torhüter werden wir, glaube ich, hoffentlich nicht brauchen. Barkley und Giroud, der natürlich in Topform ist. Den werden wir auch hier entsprechend berücksichtigen. Ansonsten Thiago Silva lasse ich trotz Fall nach unten. Ich finde, der hat es verdient, in der ersten Elf zu stehen. Müssen wir mal hier gucken. Christensen wäre noch ein guter Innenverteidiger. 81er, der natürlich den Wert weit oben hat. Den werden wir noch hier mit auf jeden Fall auf die Bank nehmen. Ansonsten sieht das Ganze doch relativ stimmig aus. Und dann würde ich sagen, geht's los. Der FC Chelsea also gegen West Bromwich Albion. Von mir natürlich kommentiert in der Premier League zum Saisonauftakt. Und Chelsea London will natürlich unter Frank Lampard hier auch entsprechend einen guten Saisonstart hinlegen und das funktioniert natürlich nur in Gänsefüßchen mit einem Sieg. Ich bin heiß wie Frittenfett, möchte daher sofort hier rauf und das gar nicht abwarten und möchte mit Chelsea gleich mal zeigen, wie die Ambitionen des jungen, aber qualitativ guten Teams sind. Und wie ihr seht, der Gegner igelt sich hier schon ein bisschen ein. Schade, aber von der Idee her ein guter Pass in die Tiefe hier und der hätte auch fast funktioniert. So muss ich spielen, aber ihr seht es hier schon, West Bromwich Albion steht verdammt tief drinne. Das ist natürlich schon naja, überraschend ist das natürlich nicht, wenn man als nicht unbedingt Favorit anreist. Ah, schade, Werner. Das war eigentlich gut gedacht. Aber da hätte ich aus meiner Sicht vielleicht doch eher den direkten Abschluss suchen sollen. Werner ja durchaus ein Spieler, der auch einen explosiven, guten Abschluss hat. Ah, jetzt werde ich raufgehen. Ja, da mache ich es mir ein bisschen zu kompliziert. Ich will den letzten Pass eigentlich hier Barca-like spielen. Am besten in die Schnittstelle und den Ball noch reintragen. Ich werde jetzt mal versuchen, hier eher auf den einen oder anderen Abschluss zu gehen. Aber Chelsea macht es in den ersten Minuten richtig gut. West Bromwich hier fast mit dem englischen Style hier. Kick and Rush, also irgendwie nach vorne. Und vielleicht geht in die Richtung irgendwas. Oh, die Gäste mit der bis hierhin sogar besten Möglichkeit.
Da muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, ganz klar. Hudson-Odoi kann sich hier nicht durchsetzen. Tja, schon irgendwie witzig. Einst bei Bayern im Gespräch und jetzt sogar, ich glaube, im Real Life eventuell ein Thema, den zu verleihen, weil er keine Perspektive sieht als Stammstürmer. Ja, manchmal ist die Fußballwelt schon ein bisschen komisch. Ja, das ist dann wieder hier die englische Härte. Ich weiß, gerade in der Meisterliga muss man immer sehr, sehr geduldig spielen. Das ist schon echt krass schwierig. Hab ja bei PS 2020 mit dem FC Bayern zwei Saisons gespielt. In der ersten Saison das Double geholt, in der zweiten Saison dann die Champions League. Ja, also man braucht Geduld. Schade. Schade, schade, schade. Das war auch kein Abseits. Wir schauen uns die Situation nochmal an. Schön hier den Pass in die Tiefe gespielt. Dann nicht lange gefackelt. Und dann hier, ich glaube, Werner war es sogar, der eingelaufen ist. Da hätte durchaus mehr draus werden können. Und Timo Werner für seine Größe eigentlich auch kein schlechter Kopfballspieler. Das darf man immer nicht vergessen. Chelsea, die sind natürlich um einen guten Auftakt bemüht. Das ist echt krass, wie der Gegner hier immer den Ball hält. Kommst du gar nicht ran. Abraham. Ui, hätte Abraham mehr draus machen müssen. Da habe ich einen zu schönen Abschluss gewählt. Ich hatte nämlich den Heber genommen. Vielleicht nicht unbedingt das erste Mittel, um vielleicht das 1:0 zu erzielen. Oje, oje. Meine Güte. Ah, ihr seht das schon, aber das ist ja auch das Interessante. Es macht ja auch, soll ja auch Spaß machen. Es soll ja eine Herausforderung sein, Meisterliga zu spielen und nicht irgendwie hier, ich spiele bloß mal eine Saison und bin gleich Premier League Meister mit 20 Punkten Vorsprung. Das will ich auch gar nicht. Jetzt versuchen wir einfach mal den langen Pass. Ja, eine, wie ich finde, trotz doch relativ zäh im Spiel eine ganz gute erste Halbzeit. Ich habe noch nicht den Schlüssel gefunden, hier West Bromwich einen Treffer einzuschenken. Geht zum Torwart zurück. Ist halt das Schöne, ihr könnt wunderbar Fußball spielen. Das mag zwar blöd klingen, weil es ist ja ein Fußballspiel. Aber ganz ehrlich, ich will jetzt nicht wieder auf FIFA rumhacken. Aber FIFA
ist für mich gameplaymäßig hier um Welten weg. Und das sage ich auch immer wieder. Und das ist für mich der Hauptgrund. Da habe ich jetzt einfach mal Glück gehabt, muss ich sagen. Ich habe den eigentlich schon drinnen gesehen und wähnte die erste Niederlage im ersten Spiel. Das möchte ich natürlich nicht. Gegner hat das System umgestellt. Wie ich finde, interessant. Amazon. Sehr schön. Auch das war wieder schön von Chelsea gespielt. Wir werden jetzt aber mal ein paar Wechsel vornehmen. Abraham werde ich jetzt mal auf den Flügel setzen. Und hat er vielleicht nicht den größten Wert, aber er ist ein relativ schneller Spieler. Giroud wollen wir nochmal holen. Ross Barkley, der vielleicht für Havertz nochmal eine Komponente mehr Körperlichkeit reinbringt. Also jetzt Giroud, Fazenodoy und Havertz raus und Ross Barkley rein. Und dann schauen wir mal, dass wir jetzt hier doch noch unseren ersten Sieg hinbekommen. Wahnsinn, kein Durchkommen. West Bromwich rührt Beton an. Ich muss es hier irgendwie versuchen. Giroud ja auch ein guter Kopfballspieler. Ja, und kriegt den Ball nicht verarbeitet. Und daher natürlich entsprechend hier auch jetzt Abstoß. Ach, hör auf. Das ist Premier League. Natürlich kann das der Schiedsrichter, der programmiert ist, nicht unterscheiden. Das ist schon klar. Aber das ist Premier League, Freunde. Das ist, da gehe ich nicht dran. Das passt soweit. Aber man sieht schon, das wird eine herausfordernde Saison. Das kann man jetzt schon sagen. Weil, ich meine, West Bromwich ist ja noch weder Arsenal, Tottenham noch sonst wer. Sehr schön. Geistesblitz. Geistesblitz. Frank Lampard. Und da zahlt es sich aus, dass ich Abraham draufgelassen habe. Da war er genau den halben Meter schneller. Wir schauen uns die Situation nochmal an. Sehr schön. Hier der Ballverlust. Ross Barkley. Hier nochmal. Dann Vorteil. Giroud. Ich glaube, nee, Ross Barkley war es. Und Hudson-Odoi schiebt den ins lange Eck. Wunderbar. Wunderbar. Klasse. Nimmt den gut an und schöner Abschluss, überlegter Abschluss. Abraham war der Torjäger nicht. Habe ich Hudson-Odoi gesagt? Egal, Hudson-Odoi hat auch seinen Anteil dran. Aber Abraham hier mit einem schönen Saisontreffer. Und zwar dem ersten für den FC Chelsea. Und jetzt gehen wir natürlich rauf. Ich sage euch auch warum, weil schlecht gespielt, schlecht gespielt. Und jetzt muss West Bromwich an sich
ja auch ein Stück weit aufmachen. Ich meine, sie können sich natürlich jetzt gerne den Ball weiter vorne zuschieben. Ob das jetzt dann das Tor bringt, wenn man auf die andere Seite spielt, weiß ich jetzt nicht zwingend. Werner. Sehr schön. Und das gibt Ecke für den FC Chelsea. Rüdiger. Sehr schön. Und jetzt heißt es wirklich eigentlich muss ich eigentlich hier nicht mehr einen Affen machen, denn ich führe 1-0. Chelsea London. Ich würde sagen, alle Vorgaben von Frank Lampard perfekt umgesetzt. Die 0 muss natürlich stehen, um, außer man schießt selbst 3, 4, 5 Tore, muss natürlich die 0 stehen. Das habe ich geschafft, aber ich habe Geduld bewiesen und das war richtig und das war der Schlüssel zum Sieg. Eine Szene hat dann gereicht mit einem Ballverlust zwischen Mittelfeld und 16er des Gegners, die dann hier mir entsprechend das 1-0 gebracht hat. Ihr seht auch anhand der Statistiken, es war durchaus ein enges Spiel. Ich bin natürlich glücklich, ich freue mich, ich hoffe, euch hat der Premier League Auftakt gegen West Bromwich Albion von mir gefallen. Auch die Art und Weise, wie ich das Ganze kommentiert habe und das ganze Format sowieso kommentieren werde, auch weiterhin. Also ihr könnt genau das hier auch in den nächsten, ich sag jetzt mal ganz bewusst, Tagen, Wochen und Monaten von uns erwarten. Messi wird bester Spieler Europas. Ja, das nehmen wir einfach mal zur Kenntnis. Für mich jetzt weiter nicht interessant. Im nächsten Part gibt es dann den Kracher gegen, ich glaube, gegen Manchester United. Also gleich mal ein richtiger Gradmesser, vor allem auswärts. Da weiß man gleich, wo ich dann stehen werde. Wenn ich mir mal die Tabelle anschaue, das werden wir auch gleich noch machen, dann sehe ich, dass Manchester United hier noch gar nicht, doch, sie haben verloren. Sie haben mit 4-2 verloren und das muss gegen West Ham United gewesen sein. Die sind also doppelt angestachelt, auch Arsenal mit einer Niederlage, das ist schon mal ganz interessant. Liverpool auch nur mit einem Remis gestartet. Einzig der Vizemeister Manchester City hier aus der Vorsaison mit einem vernünftigen Start, sprich mit einem Sieg. Also ihr seht es, das macht Spaß auf mehr. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Weitere PES 2021 Formate findet ihr ja bei uns. Jede Menge Tutorials sind ja schon raus, beziehungsweise kommen dann auch in den nächsten Wochen. My Club ist mit dabei. Und das ein oder andere Video zu PES 2021 sowieso hier hinten auch dann entsprechend beim jetzigen Part verlinkt, beziehungsweise auch unter dem Video mit den entsprechenden Playlists, wer mal durchschauen möchte. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen und sage an der Stelle Ciao und Servus und bis zum nächsten Mal. Euer Jens von Minga Gaming. Lasst doch einen Daumen da, lasst ein kostenloses Abo da, um keine Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, euer Jens.